Freunde der Nacht, es gibt einen Küchenklassiker. Und wirklich, wirklich was ganz was Feines. Und zwar ein Pfeffersteak. Das ist so ziemlich das Erste, was ich in meiner Lehre am Fleischposten habe kochen dürfen. Pfeffersteak. Und ich zeige euch einfach super einfaches, geniales Rezept. Dazu gibt es Smash Potatoes. Okay, also Pfanne, wenig Öl, ein schönes Steak. Und dieses Steak, das kann jetzt ein Filetsteak sein oder ein Lendensteak, wird gewürzt mit Salz und Pfeffer, kommt dann hier in die Pfanne rein. Und dann oben auch noch ein bisschen Pfeffer. Ich habe so einen tollen geschroteten Pfeffer hier. So schaut er aus, ja. Geschroteter Pfeffer, sensationell. Gibt's bei mir im Shop. So ist es. Okay, das Fleisch schön anbraten. Und ich sage das auch immer in meinen Kochkursen. Freunde, lasst euch Zeit. Nicht so heiß. Nicht so heiß. In der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn das Fleisch hier in der Pfanne ist und anbrät, dann kommen Zwiebel und Knoblauch dazu. Okay? So, und Zwiebel und Knoblauch wird auch angebraten. So, schön vorsichtig. Das dauert ein bisschen Zeit. Zwiebel und Knoblauch kann auch Farbe nehmen. Das Fleisch einmal wenden. Jetzt von der anderen Seite auch noch anbraten. Okay, das dauert ein bisschen, bis die Zwiebel und Knoblauch Farbe haben. Und zwischenzeitlich machen wir ein paar so Smash Potatoes. Also weiche, frisch gekochte Pellkartoffeln mit Schale. Die werden halbiert. Ich mache da mal jetzt eine Portion. Ja. Und die kommen jetzt in eine Pfanne und werden in der Pfanne so ein bisschen platt gedrückt. Ja. Okay, zack, zack, zack. So, dann kommt dazu. Zu den Kartoffeln. Ein paar Pistazien. Dann frisch geriebener Parmesan aus meiner Zauberreibe. So, und zwar ordentlich. Ja. Und den Parmesan, den will ich, dass der richtig so ein bisschen braun wird. Dann schmeckt der auch gut. Okay? Jetzt hat das Fleisch so ein bisschen Farbe und kommt raus bei 80 Grad in den Backofen ungefähr 15 Minuten. Okay? Zack. Weiter geht's im Text. Jetzt wird der Bratenansatz hier erstmal abgelöscht mit ein bisschen Cognac. So, Achtung. Zack. Ja, Herr Kameramann, hier wird heiß gekocht. So, und jetzt haben wir richtig schön Röstaromen. Dann kommt dazu etwas geschroteter bzw. grüner Pfeffer. So ist es richtig. Und den grünen Pfeffer mit Tomatenmark und etwas Senf anbrutzeln lassen. Okay? Herr Kameramann? Jo. Lebt die Kamera noch? Ja, ja. Ich hab die Klappe. Schaut mal rein. So muss es aussehen. Also Senf, Pfefferbeeren, bisschen Tomatenmark, ja, Knoblauch, Zwiebel angebraten. Das muss so ein richtig schöner, ja, Ansatz werden. Weil nur wenn der Ansatz stimmt, wird die Soße genial. Achtung. Einmal. Zweimal. Das ist jetzt echt wichtig. Das ist einmal roter Portwein. Kauft ihr mal im Discounter ein, der kostet nicht so viel und schmeckt mega in Verbindung mit Rotwein. So, und das jetzt kräftig einkochen lassen. Also richtig das Kochfeld auf Maximum Power stellen, sodass die Flüssigkeit reduziert. Und wenn die reduziert, gewinnt die an Charakter, die schmeckt gut. Einkochen ist das Schlagwort der guten Küche. Einverstanden? So. Das sind so Kartoffeln. Da kommt auch noch ein bisschen was von dem geschroteten Pfeffer oben drauf. Und vielleicht, ja, bleibt gleich dran, vielleicht noch ein bisschen Rosmarin. Temperatur ein bisschen höher, ja, dass der Käse so ein bisschen Farbe nimmt. Gut. Oh. Geil, wa? Komm, geil. Weil der hinter der Kamera, der filmt, das ist, wir machen das schon so lang und der dreht immer fast durch, weil er Hunger hat. Aber so war es ja bei mir auch in der Lehre, Bernd, gell? Appetit ist der beste Koch. So, jetzt kommt hier rein, seht ihr, schaut, die Bläschen, es ist ein bisschen einreduziert. Jetzt kommt so ein Schluck Sahne dazu. Die Sahne einschwenken. Fantastisch! Sage ich euch, fantastisch. Und die Soße gewinnt an Konsistenz. Ja, da muss man gar nicht großartig abbinden. Jetzt schauen wir zu den Kartoffeln.
dauert noch eine Sekunde. Boah, geil. Und ihr wisst, wie das hier riecht. Sehr fein. Okay, ich hole mal das Fleisch raus. Ihr habt es natürlich vorbereitet. Ja? Da geht es ein bisschen schneller. So. So. Mehr. Achtung. Einmal. Schaut nicht schlecht aus, ne? So, und jetzt kommen die Smash Potatoes auf den Teller, aber vorher die Soße. Seid bereit? Hier spielt die Musik. Ey, diese brutal. Brutal. Dann kommt dazu die Patatas. Dann sag mal, boah, geil. Warte mal, war noch ein bisschen was von der Rosmarin, Pistazien, Butter mit dem Parmesan. Obendrauf, heiß, 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 kommt das Filet. Dann noch ein bisschen des Henses gerösteter Pfeffer. Ich sag überhaupt nichts mehr. Es ist Ende Gelände, weil es geht nichts über ein Pfeffersteak mit ordentlich Soße. Nachkochen ist ein Muss. Sauber Kommentare schreiben und wir sehen uns. Und ich trinke jetzt ein Gläschen Rotwein.